Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute hebeln wir die Sticker-Kapseln auf von der letzten Major, von der PGL. Also eigentlich wollte ich das Video schon früher machen, aber mein PC war zu dieser Zeit kaputt, also während das Event war. Und deswegen kommt es jetzt etwas verspätet. Ich wollte auch ein paar Souvenirkisten aufhebeln, aber das kommt dann nächste Woche wahrscheinlich. Mal schauen, wo ich dann von Souvenirkisten zu jeder Map, also jeweils eine aufmachen werde, aber das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Die, was schon länger dabei sind, die wissen, was ich meine. So, habe ich jetzt Ton im Headset, aber das höre ich so auf. Ich hoffe, also KNES-Sticker ist schon mal gut, aber hier die goldenen, ich habe vorhin nachgeguckt, das mit 130 Euro. Aber ich kann auch mal kurz gucken, wo der Preis von diesem hier liegt. Ich habe im Prinzip absolut keine Ahnung, ja gut, das ist nichts. Und ja, ich weiß noch auch nicht mal, wie viele Sticker-Kapseln das hier sind jetzt, also wie viel Stück. Aber ich glaube 16 Teams waren das. Chris J. Ist eigentlich auch nicht so nice. Also ich glaube zwar nicht, dass ich das reinlacken werde und den KNES ziehen werde. Das wäre zwar nice, aber das ist ja... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, sind jetzt 14. Was ich eigentlich auch noch sagen wollte, ist, dass in Zukunft nur zwei Videos die Woche kommen werden. Ich weiß auch noch nicht wann, also welchen Tagen. Ich schätze mal, es wird Mittwoch und nicht Samstag, Sonntag, aber das werde ich mir noch überlegen. So. Ich habe bis jetzt eigentlich auch nur... Oh, okay, jetzt habe ich da... Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, ich habe bis jetzt, glaube ich, noch keinen einzigen Goldsticker vorbeiziehen sehen. Weil wir waren da zwei. Chopper. Kenne ich gar nicht. Es wäre eigentlich sehr interessant, wie das Turnier verlaufen ist. Hätte ich... Also... Das... Nice. Olaf Meister ist sogar ein nicer Player. Ich könnte sogar auch was wert sein. Ich sag mal, wenn ich 10 Euro. Oder doch 21 Euro. Okay, das ist nice. Also ich habe das ganze als Bundle gekauft damals. Also mit den Graffitis und den normalen Stickern. Dafür bezahlt, glaube ich, 45 Euro. Sozusagen ist jetzt die Hälfte schon wieder herinnen. Wobei ich glaube, dass ich den Sticker sogar irgendwo verwenden werde. Ja, komm schon. Weil Chris Chase mir sogar lieber. Aber ich würde, also ich weiß noch nicht. Da gibt es ja auch einen Trick, dass man zum Beispiel bei einer Souvenir Wrangler, was halt von dem Tournament ist, dass man am Scope den Sticker abkratzt und dann diesen KNES-Sticker raufklebt, dann hast du halt einen KNES am Scope, aber bei einer Souvenir. Und dann würde die Wrangler dadurch auch wieder einiges mehr wert. Da gibt es halt so Leute, vielleicht beim Traden oder so, die achten halt nicht drauf, wenn man dann im Sinn da drauf guckt, weil dann steht halt, von wem das wirklich signiert ist. Glaube ich sogar, wer war das? Irgendein anderer YouTuber hat dazu schon mal ein Video gemacht. Irgendein amerikanischer, aber ich weiß es nicht mehr, wie er heißt. Also mir fällt er gerade nicht ein. Kirby wäre auch nice. Oh, Kirby ist nice. Kirby ist... Okay, auch gleich mal gucken. Ich glaube, ich könnte jetzt das Geld schon wieder herinnen haben. Okay, doch nicht. 55 ist nicht viel. Das ist viel noch ungefähr 20. Aber mir geht es dabei eigentlich nicht ums Geld. Also ich habe was war das für ein Major? Habe ich auch mal so ein Bundle gekauft und das ist eine irgendwie Tradition. Wo habe ich angefangen? War das heuer? Oder war das letztes Jahr schon? Ich weiß es nicht mehr. Zeit vergeht, jetzt nach 3 Jahren CS ist das doch... Da komme ich mir durcheinander mit Tournaments und so Sachen. So, ich glaube, dann haben wir jetzt die... Oh nein, hier sind noch 3. Jetzt noch 5. Weil das ist nice mit dem Headshot.
So, was haben wir hier? Herausforderer. Ich weiß jetzt nicht mal, ob Kenny ist bei den Herausforderern dabei. Also ich will sie jetzt nicht suchen. Aber Kenny spielt ja bei G2 und nachdem glaube ich... Also G2 ist ja halt dabei und deswegen wird Kenny jetzt auch dabei sein. Wir haben Legend, Legend. Okay. Es sind nur noch Legend. Die Frauen von Kenny S in Gold ist vorbei. Aber es kann trotzdem noch was Nices kommen. Das heißt... Ein SK wäre noch cool, Coolzera oder sowas. Dann würde ich mich noch hypen. Oder Fallen wäre auch mega nice. Glaube ich auch so um die 60. Da war gerade ein goldener Sticker. Fallen ist glaube ich auch so um die 60 Euro momentan. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Sticker-Kapsel. So. Ich rubbel einfach mal hier unten. Vielleicht kommt noch mal was. Da ging gerade eine vorbei. Oh, Bialy. Bialy ist auch nice. Ich meine, Pasha Bizeps wäre cooler, aber Bialy ist auch nicht schlecht. Gucken wir es auch noch mal kurz nach, was das... Wo der Preis hier liegt. Ja, auch so um die 6. Das heißt, der... Sagen wir so um die 35 Euro habe ich wieder hier drinnen. Aber das ist ja egal. Jetzt werde ich dann noch gucken wegen Souvenirkisten und dann werde ich dieses Souvenir-Opening jetzt dann auch gleich noch aufnehmen und das wird dann nächste Woche kommen. Ansonsten, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über den Support. Dann könnt ihr mir einen Kommentar schreiben, beziehungsweise für was für eine Waffe soll ich diesen Olaf-Meister-Sticker verwenden. Schreibt es mir in die Kommentare. Und, ja, über ein Abo würde ich mich auch freuen, wenn ich... Also wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ansonsten sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.